Also Presse- und Meinungsfreiheit sind zum einen wie jede Freiheit nur unbedingt denkbar. Man kann nicht einfach sagen, unter bestimmten Umständen ist es gut, Freiheit zu haben, aber aus Nützlichkeitserwägungen kann man sie auch einfach mal absprechen. Das ist das eine. Und zum anderen sind Meinungs- und Pressefreiheit insgesamt für unsere freiheitliche, rechtsstaatliche, demokratische Ordnung wirklich existenziell, konstitutiv, indem sie erstmal ermöglichen, dass Menschen sich Meinungen bilden, aufgrund derer sie Wahlentscheidungen treffen können, aufgrund derer sich politische Prozesse demokratisch vollziehen können. Und das ist auf der ganzen Welt wichtig. Das kann man nicht auf einzelne Kulturkreise oder Nationen begrenzen. Und fördern können und sollten wir das, indem wir zum Beispiel bei Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit Öffentlichkeit herstellen, ermutigen, dafür sorgen, dass das Verletzen von Presse- und Meinungsfreiheit wie Menschenrecht, von Menschenrechten insgesamt auch einen Preis hat für die, die sie verletzen und auf die eine oder andere Art geahndet wird.